Fahrt ein Loch. Und der fährt in der Mitte. Schemankor, wie man in Polen so schön sagt. Ja, es ist Sonntag, es soll nicht regnen. Letztes Mal, wo ich losgefahren bin, 5 Minuten später, hat es angefangen zu regnen und dann wurde mein komplett per Hand sauber gemachtes Motorrad wieder komplett eingesaut. Ich durfte nochmal die Kette schmieren, ich durfte nochmal den ganzen Scheiß hier entfernen von der Straße. Also war nicht so schön, aber... Naja, so schön sieht es nicht aus, aber es soll nicht regnen. Also mal abwarten, was heute passiert, beziehungsweise in den nächsten Stunden, denn... Kurz nach 12, bald ist Formel 1, ich glaube um 2 oder 3, ich weiß jetzt nicht genau die Zeit. Und danach natürlich wieder mal Fußball gucken. Ja, das Thema, worüber ich heute reden möchte, was mich persönlich ja auch schon eine längere Zeit beschäftigt, ist das Wechsel oder der Wechsel des Motorrads. Beziehungsweise die Frage, wie lange man überhaupt sein Motorrad fährt und dann natürlich... Die Frage, ob man wirklich, wenn man den A2-Führerschein dann macht oder den A1-Führerschein, nee, A2-Führerschein natürlich, ob man dann wirklich eine gedrosselte, größere Maschine kaufen würde, weil man dann ja eventuell auch gar keinen Bock mehr hat, nach 2 Jahren genau dieses Motorrad zu kaufen und dann sich halt ein teures Motorrad gekauft hat, ja, blinken beim Einfahren in den Straßenverkehr. Macht man eigentlich nicht, sondern beim Ausfahren, so wie der Chef das hier macht. Und ja, das ist natürlich dann die Frage, weil ich habe jetzt meinen A2-Führerschein gemacht. Ich könnte theoretisch natürlich auch den offenen A-Führerschein machen, also ohne Beschränkung. Und ich habe ja jetzt schon nach knapp einem Jahr das Gefühl, dass ich mein Motorrad in absehbarer Zeit wechseln werde. Und das wird wahrscheinlich nicht nur mir gehen. Also ich kann mir sehr schlecht vorstellen, dass jemand, der den A2-Führerschein macht und sich dann zum Beispiel eine gedrosselte, ja, das kann man natürlich machen, Honda CBR 600R kauft oder RR kauft und diese dann, oder ein älteres Modell, vielleicht weil man mit 18 dann nicht das Geld hat, um sich das Motorrad dann wirklich neu zu kaufen, ob man dann wirklich nach 2 Jahren Fahrt auch dabei bleibt. Klar, wenn man jetzt dann mehr Leistung bekommt, von 48 auf 120 PS, ist das natürlich nochmal ein nettes Upgrade, welches man dann bekommt durch die Leistung, aber vielleicht hat man ja auch gar keine Lust, dann zu fahren, das Motorrad noch, also die Form des Motorrads, also zum Beispiel ein Superbike oder wenn man sich zum Beispiel ja, ein Crosstourer gekauft hat oder irgendwie sowas, ob man das dann überhaupt nach einer längeren Zeit überhaupt noch fahren möchte, denn ich für meinen Teil würde vielleicht sogar auf dem, also ich hätte schon Bock, also ich hätte im Grunde Bock auf mehrere Motorräder. Deswegen auch das Thema neulich, auf ein Motorrad überhaupt reicht. Für mich, wenn ich jetzt ja so viel Geld hätte, wie ich bräuchte, dann würde ich mir natürlich auch mehrere Motorräder kaufen. Was verschiedenen Genres, zum Beispiel ja, ein Crosstourer, wie gesagt, ein Supersportler. Nur um einfach mal Abwechslung zu haben. Dieses perfekte Motorrad, welches alle Bedingungen erfüllt, gibt es glaube ich nicht. Also so mindestens 2 Motorräder müssen schon sein, um wirklich glücklich zu werden. Klar, wenn man jetzt nur ein älteres Motorrad sich leisten kann, ist das ja auch kein Problem. Da kann man halt damit rumfahren. Es macht ja auch Spaß. Nur wenn man wirklich viel fährt, wie ich für meinen Teil halt ja so gut wie, und nicht nach unten, nach oben, nicht nach oben, nach unten schalten, wie ich zum Beispiel, der relativ viel fährt, der würde schon gern die Auswahl haben mit mehreren Motorrädern. Aber ja, nach 2 Jahren oder nach, wie in meinem Fall, einem Jahr, wahrscheinlich werde ich das Motorrad ja jetzt noch länger fahren. Zumindest diese Saison noch, würde sich der schon anbieten, das Motorrad zu wechseln, egal ob es jetzt ein größeres wäre, weil wenn man zum Beispiel die 600er hat, CBR 600RR, und dann zum Beispiel die 1000er haben möchte. Die Preise zwischen 1000ern und 600ern sind ja jetzt auch nicht so unendlich groß, also die Preisunterschiede. Also wenn ich gesehen habe, es gibt ja zum Beispiel, mein Favorit wäre ja zum Beispiel diese, also genau dieses Modell nur als 600er, die kostet im Angebot, sagen wir mal, 9.500. So, die 1000er,
die natürlich mit diesem geilen digitalen Tacho ausgestattet, natürlich mehr Leistung und so weiter und mehr Elektronik, kostet glaube ich 12,5 habe ich neulich gesehen, Neupreise wohlgemerkt. Und das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, wo ich sagen würde, ja, dass da könnte man nicht noch ein Jahr sparen und sich gleich dann eine 1000er kaufen oder von 600er auf 1000er umsteigen. Wenn man zum Beispiel, ja, sagen wir mal, man ist jetzt 2 Jahre mit der 600er gefahren mit 48 PS, hat sie dann frei gemacht und ist dann nach einem Jahr weiterhin, möchte sich nochmal steigern und holt sich dann die CBR 1000R. Das sind dann halt so Sachen, wo man natürlich Geld verliert, aber man hat dann halt auch immer ein neues Spielzeug. Ich für meinen Teil, bei Autos zumindest, wechsle eigentlich alle 2 Jahre so. Also ich frage mich dann immer so, ach, fahre ich jetzt zum TÜV oder nicht? So, wenn sich so das 2-Jahres-Fenster langsam schließt, ja, da fahre ich mal zum Autohändler und schaue mal nach, was es da so im Angebot gibt. Denkt man sich, ach, okay, und 2 Jahre jünger vielleicht der Wagen, den ich jetzt gekauft habe, mit fest eingebautem Navi, sparsamerer Motor, weil jünger, weniger Kilometer und ja, nur 1000 Euro Aufpreis. Ist ja auch nicht schlecht. Also so denke ich mir das manchmal. So ist dann halt immer, ich kaufe natürlich jetzt nicht absichtlich jedes zweite Jahr einen neuen gebrauchten Wagen, aber es hat sich dann halt so ergeben, dass das Preis sich gepasst hat und halt so im Angebot war und ja, da hat der Händler mich halt überzeugt, dass ich noch ein anderes Auto kaufe, auch die Farbe gewechselt, dieses Mal von schwarz auf weiß, was ja auch nicht schlecht ist. Und das sind halt so Sachen, wo man sich überlegen muss, ob das nicht bei Motorrädern genauso der Fall ist, wenn man nach einer Zeit natürlich die Leistung steigern möchte oder halt die Klasse des Motorrads, ein anderes Motorrad fahren möchte. Wenn man sich natürlich keine 2 Motorräder leisten kann, wie ich, muss man natürlich Abstriche machen. Ich glaube, das regnet gleich. Muss man natürlich Abstriche machen, dass man sich halt ein Motorrad kauft, welches dann passt und dann vielleicht ja so alle 1-2 Jahre, ja sagen wir 2-3 Jahre wechselt und sich dann halt ein anderes Motorrad kauft. Wobei man bei Probefahrten ja auch nicht sofort merkt, ob das Motorrad über längere Zeit passt. Also wie viele Kilometer fährt man bei einer Probefahrt? Also die Suzuki letztens, die hat mir schon sehr gefallen. Aber man weiß ja auch nicht, wie das dann mit dem Sitz ist nach einer Zeit. Also ich bin ja glücklich, dass ich dieses Motorrad ohne Probefahrt, ich bin absolut zufrieden damit, bis auf die zu tiefe Sitzposition. Aber mit der geraden, so wie ich jetzt gerade drauf sitze, passt das eigentlich. Aber eine etwas aufrechtere Sitzposition würde schon ein bisschen besser passen. Das merkt man natürlich auch bei einer kurzen Probefahrt nicht. Wie viel Kilometer fährt man da? Vielleicht maximal 50 Kilometer, eine Stunde oder so, fährt man die Probe. Und dann muss man sich, man kann sich natürlich so eine Maschine auch mal ausleihen über ein Wochenende und dann mal längere Fahrten fahren. Aber da merkt man auch erst mit der Zeit, was einem zum Beispiel an der Maschine nicht gefällt. Sei es ein höherer Verbrauch oder höherer Ölverbrauch oder keine Ahnung, Sitzposition, Ausstattung, vielleicht, dass das ABS nicht so regelt, wie man das sonst bei seinem Motorrad gewohnt ist, dass die Bremsen viel zu straff agieren oder ja, irgendwie sowas, was sich halt erst mit der Zeit entwickelt. Traktionskontrolle greift zum Beispiel zu früh ein oder zu aggressiv, lässt sich nicht zu stark einstellen oder sonstige Sachen. Was bremst du? Das sind halt so Sachen, die man natürlich auch bei Testberichten und Fahrberichten und Videos von anderen Fahrern erfahren kann. Ich ziehe mir ja immer die ganzen Motorradvideos auch rein von Tests von neuen Motorrädern und so weiter. Aber wenn man selber fährt mit seiner Körpergröße, mit seinem Gewicht, mit seiner Empfindung für einen Motor, einige bevorzugen natürlich Motoren, die hochdrehen, einige bevorzugen Motoren, die so früh wie möglich die maximale Newtonmeteranzahl auf den Asphalt bringen. Also das sind halt so Sachen, die man dann erst mit der Zeit merkt. Und dann, das Motorradfahren ist ja eigentlich ein Hobby und dann muss das schon einigermaßen stimmen. Dann steigt man eventuell auch schneller um als bei einem Auto. Weiß man, ja, weiß nicht, ob man jetzt, klar, wenn man jetzt sein Auto so unendlich lange getunt und so,
kann ich das verstehen, dass man da so viel Geld reinsteckt und dann irgendwie ein neues Projekt sucht oder so. Aber ein Auto ist eigentlich für mich jetzt nicht zum Spaß haben. Es ist halt ein Fortbewegungsmittel. Das Motorrad ist schon eher für mich zum Spaß haben. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt mit dem ersten Motorrad so viel Glück gehabt habe und mir, wenn ich den Motorrad wechsle, natürlich upgraden kann und vielleicht ein deutlich größeres Motorrad und natürlich eine andere Klasse kaufen kann. Und ich denke mir, viele von euch, zumindest die älteren Fahrer, die haben entweder ihr perfektes Motorrad gefunden und behalten das dann, was natürlich auch nicht schlecht ist, weil der Wertverlust dann nicht so krass ist, wie wenn man jetzt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr umsteigt, aber auch einfach zufrieden sind mit dem Motorrad, mit dem sie fahren, weil es zu der Persönlichkeit passt. Also ich finde, dieses Motorrad ist jetzt von der Sitzposition schon etwas aggressiver und man fühlt sich dann schon dazu verleitet, schneller zu fahren. Während ich auf der Suzuki jetzt auf dem Naked Bike mehr cool hingecruised bin. Also ich hatte jetzt keinen Bock, unnötige Beschleunigungsorgien durchzuführen. Ich saß einfach sehr angenehm und bin dann halt sehr angenehm durch die Kurven gefahren. Durch die nach vorne versetzte Sitzposition war das eigentlich ganz okay. So, Motorrad ist aufgewärmt. Jetzt geht's in Richtung Landstraße. Also ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema sagt, ob ihr euer Motorrad jetzt für ewig behaltet. Wie ein Bekannter von mir, der hat so eine alte Suzuki, so ein richtig dickes Flaggschiff. Wenn man sich entschuldigt, ist es cool, aber ich bin ja auch nicht zu schnell gefahren. Der hat so ein riesiges Suzuki Flaggschiff mit 1,35 Liter Motor, so ein richtig fettes Teil, hat leider jetzt keinen TÜV, also können wir nicht zusammenfahren. Aber der hat sein Motorrad halt für immer gekauft, der hat es einmal gekauft. Und der behält es auch für immer, gibt es natürlich auch. Und ja, das ist halt so die Frage, die man sich dann mit der Zeit stellen muss, wenn man Motorrad fährt.